Hallo, ich freue mich total, dass wir heute in unserem kleinen Studio Kai Voges haben, den Intendanten des Schauspiels in Dortmund. Grüß Tag. Nee, ich bin echt total froh, dass das geklappt hat und dass das so spontan möglich war. Wir haben hier bei Korrektiv schon öfter über dich geredet. Und der Grund, warum wir über dich geredet haben, war eigentlich immer der, dass wir gedacht haben, so wie die dir in Dortmund mitspielen. So bist du bald in Berlin, Hamburg, Leipzig. Jetzt hat sich das zum Guten gewendet in Dortmund. Jetzt kommen wir nach Berlin im Theater treffen. Also, das stimmt ja. Doppelt Ja. gut gewendet. Nee, aber der Megastore, also vielleicht erklärst du oder soll ich kurz den Konflikt erklären? Das war ein ziemliches Dilemma. Der Brandschutz und der Arbeitsschutz, die haben gesagt, so geht es nicht weiter. Auch die Rohre nach 50 Jahren waren marode. Das Theater musste saniert werden, also mussten wir raus. Wir sind raus mit der Hoffnung, in einem halben Jahr wieder zurück zu sein. Aus dem halben Jahr wurden anderthalb Jahre. Ich muss kurz erklären, woraus. Also das Aus Schauspiel dem in Schauspielhaus, Dortmund klar. musste geschlossen werden und ihr seid in den Megastore gegangen. Der Megastore ist eine ziemlich abgelegene alte Ja, Verkaufshalle. das ist eine Verkaufshalle für der BVB Megastore, den kennt man, konnte man so Reus-Trikots, Lewandowski-Trikots kaufen. Die sind, haben sich vergrößert am Stadion und damit war die Halle leer. Da sind wir raus und jetzt machen wir das Megatheater am Megastore. Das ist natürlich kein Theater, es ist eine Lagerhalle, ist es. Und es ermöglicht eine Menge mögliche Sachen, die wir vorher nicht machen konnten. Wir haben die Borderline-Prozession gemacht. Da konnte man die ganze Zeit im Kreis mit dem Kamerawagen drumherum fahren um ein riesiges Bühnenbild. Man konnte von zwei Seiten gucken. Nicht eine Guckkastenbühne wie im Schauspielhaus. Also viele schöne Sachen haben wir da gemacht. Allerdings darf man keine Scheinwerfer an die Decke hängen, weil sonst die Decke einbrechen würde. Man kann nichts hochziehen. Man kann nicht im Boden verschwinden, wie das im Theater so üblich ist. Nebel darf man nicht machen und man teilt sich eine Dusche mit 16 Schauspielern und zwei Toiletten. Also sitzt sehr zusammengedrängt und hat dann im Winter Temperaturen, dass man eigentlich nach 2 Stunden durchgefroren ist und im Sommer nach einer halben Stunde nass geschwitzt. Also das ist schon eine Interims-Provisoriumsstätte. Die sollte für ein halbes Jahr wäre es ein wunderbarer Campingausflug gewesen für die ganze Schauspielabteilung. Nach anderthalb Jahren wurde es eng und jetzt bekam ich in den Sommerferien gesagt, es sieht so aus, als ob es noch mal ein weiteres Jahr sein muss. Und da habe ich gedacht, das geht nicht mehr so. Also wir können nicht in eine der, was sind wir in Dortmund, neuntgrößte Stadt Deutschlands. Die neuntgrößte Stadt Deutschlands macht ihr Stadttheater in einer Lagerhalle unter solchen Bedingungen mit Top-Schauspielern. Das geht auf Dauer nicht gut. Da bleibt auch das Ensemble irgendwann nicht mehr zusammen. Und da haben wir gesagt, wir müssen investieren in diese Halle. Und das wäre teuer geworden. Es hat sich so zusammengerechnet für Klimaanlage, Sanitäreinrichtungen, Züge, um einfach mal Dinge aufzuhängen und so, wäre das so insgesamt auf 2 Millionen inklusive Heizung gekommen. Und so wurde jetzt, glaube ich, Geld in die Hand genommen, umstrukturiert, dass jetzt 2 Monate lang in Dortmund von Oktober bis Dezember gar kein Theater stattfindet. Dann aber wieder regelmäßiges Theater im Schauspielhaus und im Was war Studio. denn der Grund, warum das Schauspielhaus nicht fertig wurde? Normalerweise ist ja immer die Ausrede so, ja, Bauprobleme, irgendein im Berliner Flughafen, Ja. irgendwas funktioniert nicht. Aber bei euch geht das mit einmal, vorher ging es nicht. Also muss es ja andere Gründe gegeben haben, außer bautechnischen. Naja, also ich glaube, die haben Hohlräume gefunden erstmal unter dem Theater. Das haben sie bei den Bodenproben vorher nicht gefunden, dass da noch alte Katakomben waren und die mussten ausgefüllt werden. Das war die erste Verzögerung, die kam. Und dann ist das Bauen am Bestand. Das heißt, da wurden Teile abgerissen, wieder neue dran gesetzt und dann merkt man, wenn man das Beton, der Beton ist 50, 60 Jahre alt, hat der überhaupt die staatlichen Zulassungen? Und dann, neben Bauen am Bestand, ist es natürlich auch eine städtische Sache und da macht man Ausschreibungen, Ausschreibungsverfahren und die billigste Firma wird genommen. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Also in der Schweiz macht man das so, die zweitbilligste nimmt man, damit man sich irgendwie sagt, für unsere Stadt ist nicht das Billigste gut genug, sondern wir gucken, dass wir
ja, den Wettbewerb dahin kriegen, gute Arbeit zu bekommen. Und diese Ausschreibungen in der Stadt dauern lange. Es sind die oftmals die günstigsten, was nicht heißt die schnellsten. Und dann gibt es natürlich noch die Vergabeverfahren, die dauern, die werden ausgeschrieben und dann braucht man ein spezielles Eisentor. Und in der freien Wirtschaft wird man das in 3 Monaten kriegen und bei der Stadt mit den Vergabeverordnungen kann das dann mal ein Dreivierteljahr dauern, bis das dann durch ist. Aber wir müssen nicht nur knatschen, weil ich finde ja das Tolle bei eurem Ding, bei eurem Campingausflug in den Megastore ist gewesen, dass ihr da ein paar Dinger hingesetzt habt, die sich richtig gelohnt haben. Ja. Also die Borderline-Prozession hast du gerade angesprochen. Die hat, ich glaube, jeden Preis abgeräumt, den man hier gewinnen kann in NRW. Die geht jetzt nach Berlin zum großen Theatertreffen. Riesending. Willst du ein bisschen erzählen, was so der Esprit ist, dass ihr mit einmal solche Dinge macht? War das alleine, dass ihr gesagt habt, hey, wir können mit einer Bühne drum rumfahren? Ja. Oder? Naja, es ist ja so merkwürdig alte Konstruktion. Früher gab es dieses Amphitheater, da saß dann das ganze Volk gemeinsam. Und irgendwann war es denn so, dass man dass diesen Herrscherblick gibt, da wo der König sitzt, von da sind alle Zentralperspektiven, laufen da zusammen, da gibt es die Königsloge und von da standen dann die Schauspieler, die am besten hinab predigten in das Volk hinein und je näher man am König saß, desto besser konnte man gucken. Also da ist so eine Frage in der Architektur, wie geht eine Architektur und wie ist das Verständnis von Gemeinschaft oder wie geht Demokratie und Architektur zusammen? Und da ist natürlich diese Idee vom Guckkastenbühnenbild ein im Zeitalter der Digitalisierung von Schwarmintelligenz, von das ist schon merkwürdig, da zu erzählen. Darüber diskutieren wir viel, über Formen, wie machen wir gegenwärtiges zeitgenössisches Theater, was für Bühnen müssen wir bespielen. Da haben wir unser tolles Schauspielhaus, da haben wir unser Studio, da wird wild bestuhlt, mal im Kreis, mal sitzen die Schauspieler unter den Zuschauern, mal frontal, mal gegenüber. Naja, und dann haben wir Bühnen, dass wir in die Stadt hineingehen, dass wir aber auch ins Netz reingehen. Und so war das eigentlich nur wunderschön, dass wir jetzt in den Megastore hineingehen konnten und dort eine ebene Fläche hatten. Da sind dann die Schauspieler und die Zuschauer auf einer Ebene und haben gesagt, naja, wie ist denn das gerade? Was ist unser größtes Problem der Gegenwart? Es ist eigentlich der Populismus. Und die Intoleranz und vielleicht auch das Scheuklappendenken, was bei uns ist. Und wird eigentlich, wenn man über Grenzproblematik reden möchte, dann gucken wir immer nur aus europäischer Sicht so auf die Grenze drauf. Aber wie wäre das denn, wenn wir beide Blicke gleichzeitig hätten, wenn wir aus der syrischen Perspektive und aus der europäischen Perspektive rausgucken könnten. Was wäre denn, wenn wir permanent einen Perspektivwechsel machen und sagen, von jeder Seite sieht das Problem ein bisschen anders aus. Und da sind wir auf die Borderline gekommen. Spannend war, wir haben eine riesengroße Mauer gebaut, eine Außenwelt und hinter der Mauer eine Innenwelt, wo man in Wohnungen reingucken kann. Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, Werkraum und Vorgarten und da gibt es die große dicke Wand und das sind diese zwei Welten und eine Kamera kreist die ganze Zeit drumherum und verschiedene 150 Zuschauer sitzen auf der einen Seite und sehen die Außenperspektive, sehen aber die Kamera, die permanent drumherum kreist und sagt, das findet auch gleichzeitig auf der anderen Seite statt und so auf der anderen Seite auch. Dort gucken Leute in die Wohnung hinein, sehen auf die Leinwände und sehen auch irgendwie die Außenseite. Und das ist eine Prozession, die läuft. Über 3,5 Stunden wird immer wieder dieses eine und das andere gleichzeitig dargeboten. Vielleicht so ein bisschen, wie das bei uns ist, was uns gerade so als Present Shock erzählt wird. Wir sprechen mit unserer Frau, gleichzeitig läuft Fußball. Gladbach hat ja gestern gewonnen. Und
Und dann hören wir aber von irgendwelchen Enthauptungen und Amerika haben wir auch noch, hören aber, dass die Nachbarin Krebs hat und wissen aber, dass sie das Finanzamt wieder angerufen hat und wir unsere Steuererklärung nicht rechtzeitig abgeben. Und all diese ganzen Sachen gleichzeitig wollen wir unterm Hut kriegen. Da ist auf Facebook und Twitter die neueste Nachricht und wir laufen dieser Gegenwart hinterher und meinen uns, ja, vielleicht müssten wir uns verschließen, das Digitale ausmachen und auf den Bauernhof ziehen. Aber ich glaube, das ist nicht die Antwort für den Umgang mit unserer Gegenwart und mit dieser Informationswelt, die auf uns niederprasselt, sondern vielleicht müssen wir anfangen, eine Lust an der Komplexität und auch eine Lust an dieser Widersprüchlichkeit zu entdecken. Und da fiel mir ein, dass wie die Israeliten dieses Jericho besiegt haben, war dadurch, dass sie eigentlich gesagt haben, wir können den Feind verstehen, wenn wir ihn von allen Seiten betrachten. Und wenn wir so lange immer wieder um diese Mauern herumlaufen, 7 Tage, 7 Mal herum und immer wieder, und irgendwann werden das eine und das andere wird sich auflösen, weil wir dadurch, dass wir 360-Grad-Perspektive eingenommen haben, wie auf einmal den allgemeinen Blick bekommen haben und nicht mehr der Scheuklappenblick. Und so versuchen wir, das eine oder das andere, diese permanenten Dualitäten, in denen wir oftmals denken und die uns das Leben erleichtern und die uns von den Populisten noch immer erzählt werden, dass es gibt das oder das, zu denken, das und das und das und das und dann auf einmal zu merken, es ist komplex, es ist schwierig, aber wir sind die Betrachter, die Positionen ändern, die Geschichten selber kreieren und die sich, die vielleicht auch eine Schönheit an der Komplexität und an dem Versuch, Welt zu verstehen, entdecken können. Und das ist eigentlich ein Abend, ja, über die Schönheit, enjoy Complexity. Ja, das ist interessant. Die Wahrheit hat Nebensätze. Ja. Das ist halt spannend. Ich finde bei deinem Ansatz, den du gerade beschrieben hast, sehr interessant, dass das halt sehr politisch ist. Also, und zwar politisch von der Position aus, nicht jetzt, das ist die Partei, das ist jenes oder was weiß ich, was man als politisch begreift, sondern sehr politisch in der Frage, so, was ist das größte Problem? Was bedroht uns oder was irritiert uns in der Gesellschaft am gestärksten? Und dann hat sich zu überlegen, wie gehen wir damit um? Das ist für Korrektiv ungefähr genau dasselbe. Das ist auch unser Ansatz. Wir sagen, was ist das Größte? Und wenn wir schon mal auf der Welt sind, dann sind wir dafür da, die größten Sachen anzugehen. Ne? Die kleinen kann man bei Gelegenheit machen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden politischen Ansatz. Und wie erlebst du das, wenn du mit anderen Theaterleuten redest? Mir sind halt Theater, ich kenne mich nicht groß aus dem Theaterwesen, aber was ich da erlebe, ist halt nicht so ein politischer Ansatz, sondern was ich da erlebe, ist so, hör mal, wir haben schon wieder ein Stück mit Robespierre oder sonst irgendeinem gemacht und halbwegs okay aufgeführt und ja, kann man machen, ist nicht schlimm. Seid ihr da alleine oder ist das so eine Welle, die kommt, wo mit einmal viele Leute sagen, genau, das müssen wir machen? Also es gibt so viele Theater und so viele verschiedene Theater und das ist ja auch wunderbar in Deutschland, auch hier in Nordrhein-Westfalen, dieser Reichtum an Unterschiedlichkeiten. Da gibt es nicht nur die eine Antwort, ich kann dann immer nur über meine Antwort sagen und denken, das Theater ist die gegenwärtigste Kunst, die es gibt. So, das ist der Film, die Bücher, die Architektur und so, die wurden alle mal vor Jahren gemacht, die stehen im Schrank und dann kann ich mir die DVD rausholen, die Bilder angucken von vor langer Zeit. Theater ist gegenwärtig, es findet jetzt im Augenblick statt und die Menschen kommen aus der Gegenwart. Aber sag mal was zu meiner Frage. Weil ich finde das eben spannend. Die Frage, was die anderen Theater machen. Ja, warum gehen die auch so ab? Ich meine, ihr wart die... Ich glaube, dass die Gegenwart jetzt gerade eben, jetzt im Augenblick Antworten braucht, Diskussionen braucht, gesellschaftliche Diskussionen. Und da gibt es dann Menschen, die glauben, oder auch Theater, die glauben, alles hat ja Shakespeare schon beantwortet. Und da sagen wir, nee, das glauben wir nicht. Wir glauben, die Komplexität einer globalisierenden und digitalisierten Welt, die hatte Shakespeare nicht. Der hat vielleicht ähnliche Probleme gehabt. Und spannend ist herauszufinden, wo die Probleme bei Hamlet die gleichen waren wie bei uns heute
und wo man merkt, dass man nicht mehr mit dem gleichen Maß messen kann. Und wir versuchen, das Maß für die Gegenwart zu finden und nicht zu meinen, es war alles ja schon da und es ist nur eine Wiederholung und deswegen müssen wir das feiern. Das ist unsere Suche nach neuen Themen, nach neuen Herangehensweisen, nach neuen Methoden. Und ich glaube, dass wir in Dortmund stolz drauf sein können, dass wir haben mehr Angst vor Wiederholung des ewig Gleichen und wir haben mehr Angst vor Dummheit als vom Scheitern. Und dann denken wir, dann scheitern wir doch lieber mit einem Versuch, die Wirklichkeit, die Gegenwart ins Theater hineinzubringen, um sie zu diskutieren, auf der Suche nach Relevanz, als dass wir sagen, wir machen jetzt auch nochmal das Stück, das ist doch schon vor 20 Jahren gut gelaufen. Dann hat das Theater keine Relevanz für mich. Ja, und das ist genau der Punkt, den ich halt so sehr spannend finde. Ihr habt halt ein Etat, hast du mir gerade nochmal gesagt, ja, von knapp 2 Millionen. Das ist Geld, klar, ist nicht arm, aber ist jetzt auch nicht für ein Theater ein Riesenetat. Also ich kann mir vorstellen, dass das diverse Landestheater in diversen Landeshauptstädten einen großen Berg mehr Geld kriegen. Und bei denen passiert weniger. Wenn ich halt bei euch halt so Sachen mitkriege, Borderline-Prozession, Riesenerfolg, habe ich jetzt aus einer Landeshauptstadt nicht gehört. Ne? Oder, keine Ahnung, jetzt bleiben wir mal in Weimar. Ne? Auch ein großes, schönes Theater. Die machen auch tolle Sachen. Ne? Aber das passiert bei euch. Ne? Mit relativ wenig Geld. Du weißt, was die Frage ist. Ne? Die Frage ist, willst du nicht einfach mehr Geld haben? Ich meine, wie viel könntest du wegrocken, wenn du jetzt anstelle von 2 Millionen 20 Millionen hättest? Absolut. Absolut. Also wir sind so mit gemeinsamer Anstrengung von allen Leuten haben wir es geschafft, jetzt über 2-3 Jahre hinweg so eines der führenden deutschen Stadttheater zu sein. Das ist wunderbar. Und also das heißt, wir spielen so in den ersten Europa-League-Plätze, die sind uns schon seit einigen Jahren so sicher. Mit einem Etat, da ist der erste FC Freiburg, ist da gut aufgestellt. Also wir haben nicht das Geld von Bayern München und auch nicht vom BVB. Das ist ein Wer hat denn in Deutschland so viel Geld? Wer ist denn in Deutschland unter den Theatern an Bayern München? Ja, also da ist Berlin, München, Frankfurt, Hamburg. Das sind so die großen Städte. Und dann haben wir hier Düsseldorf, Köln, Bochum auch. Kriegen die Angst vor euch? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die belächeln uns auch ein bisschen und sagen, da kommt so diese junge MTV-Generation hier zu uns und sollen die mal machen. Ich weiß gar nicht, ob manche sind vielleicht ein bisschen böse auf uns, manche belächeln uns und manche denken sich, ach Mensch, das könnten wir bei uns, das könnten wir uns gar nicht leisten. Und ein bisschen was ist mit dem, das können wir uns gar nicht leisten, ist schon dran, weil Dortmund ist schon eine super Stadt zum Theater machen. Man kommt da hin und die Leute sagen, was macht denn ihr da? Und dann erzählt man das. Und sagen, ach so, wenn so, ja, das ist auch ganz spannend. Also die sind offen, neugierig und wollen, die sitzen nicht mit dem Reklamheft da und sagen, das steht aber hier gar nicht drin, was macht ihr da? Mein Vater oder mein Großvater hat das aber anders gesehen. Also dieses Kulturbürgertum, was meint zu wissen, wie gut das Theater geht, das gibt es in Dortmund nicht. Das ist eine offene Bevölkerung, die sagt, ja, was wollt ihr eigentlich? Erzählt doch mal. Und diesen offenen Blick, da haben, sagen einige Intendanten in Deutschland, das haben wir bei uns nicht zu Hause. Wenn wir den Lessing so machen, wie ihr den macht, dann würden die uns aus der Stadt rausprügeln, die Bevölkerung. Das glaube ich ja immer nicht. Ne? Ich glaube, also ich höre so ein ähnliches Vorurteil sehr häufig von Leuten, die halt Zeitung machen, Bücher machen, Fernsehen machen, sonst was machen. Ne? Das ist dann häufig auch von Leuten, die halt für öffentlich-rechtliche Sender arbeiten, wo halt Rundfunkräte und sonst was sitzt. Ne? Du, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass Leute gehen werden. Es sind ein paar Zuschauer, die haben gesagt, wir gehen hier nicht mehr nach Dortmund. Solange der Vogel da ist, gehen wir nicht mehr hin. Wir gehen lieber nach Bochum oder nach Essen. Aber es sind ganz viele Leute gekommen, die sagen, Mensch,
Das betrifft mich ja, dieses Theater. Die haben ja Spaß, das macht Spaß, das sind Inhalte, die mich angehen. Hör mal, ich kenne Leute, die sind aus Köln nach Dortmund gefahren, ja, um sich Stücke anzugucken. Ja. Und das finde ich halt, das muss ja erstmal schaffen, ne? Außer mit Dortmund, ja, mit BVB. Dass da Leute von außen kommen und sagen, die wollen Kultur erleben. Ja. Aber worauf ich hinaus will, das ist halt diese Angst. Ne? Und wenn du dir dann halt anguckst, welche Trends es gibt, ne? Wenn die Leute vom Bücherschreiben erzählen, dann sagen die, ach, heute wird doch gar nicht mehr gelesen, die Leute wollen nicht lesen. Du gehst in den Buchladen rein, du kannst dich umschauen, riesige Regale voll mit Büchern, aufwendig produzierte Bücher, so dicke Schinken. Und das machen, das ist ja keine Planwirtschaft da, wo die halt falsch produziert haben, das ist Marktwirtschaft, die machen das, weil die das verkaufen. Also lesen die Leute viel, die lesen große Bücher, die lesen schöne Bücher. Bei eurem Theater, ne, irgendwo ist das, hat das auch mit Markt zu tun. Bei euch gehen Leute hin, die gucken sich das an, da wird drüber geredet, da passiert was. Ne? Und eigentlich müssten die anderen sagen so, wow, wir müssen sofort den alten Muff erledigen und rausgehen. Ja. Warum passiert das? Oder passiert das? Ich weiß nicht, wahrscheinlich passiert das und ich kriege das nicht mit. Kann ja auch sein. Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer mit, das ist ein Markt. Weil dann sagt man so, das Theater hat eine Relevanz, wenn so und so viel Auslastungszahlen erreicht worden sind. Da geht nicht um Auslastung, sondern Markt meine ich mit Aufmerksamkeit, mit Leuten, die drüber reden. Auf dem Markt passiert ja mehr, außer dass ein Euro von einem zum anderen geht. Ne? Ja, also wir wollen, mach nichts, woran du nicht glaubst. Das ist so mein Credo. Sonst, wie soll es dir jemand anders glauben, wenn du nicht selber dran glaubst? Und komm, versuch's aus, probier was. Wenn du scheiterst, ist so, aber lass uns gucken, und das ist jetzt ganz jetzt Goethe, lass uns schauen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Diese Neugierde mit diesem unfassbar großartigen Ensemble, diese Schauspieler, die da mit mir zusammenarbeiten, die Dramaturgen, mein ganzes Team, die alle irgendwie sagen, komm, wie sieht das Theater der Gegenwart und wie sieht das Theater der Zukunft aus? Weil ich meine, wir forschen jetzt mit diesen VR-Brillen, Virtual Reality, wie kriegen wir unsere Theaterstücke so rein, dass man die vielleicht auch zu Hause selber interaktiv begehen kann. Das ist natürlich ein, wie Frau Merkel sagt, Neuland. Und das macht ja Spaß, dieses Neuland zu entdecken. Wie geht das Geschichtserzählen in einer Zeit, wo uns die Narration flöten geht und wo ich auch glaube, wir brauchen diese Narration nicht mehr. Dafür sind wir viel zu sehr vernetzt, sondern wir brauchen eigentlich, und da deswegen schätze ich deine Arbeit so mit dem Korrektiv, weil ihr natürlich diejenigen seid, die gehen mit der Lupe dahin und finden dann die Links und machen Vernetzungen und schaffen auf einmal eine Dreidimensionalität im Denken und im Erzählen. Und da sind diese kleinen narrativen Geschichten, die sind immer noch nett und die machen uns auch noch mal Spaß, aber ich glaube, für mediale, politische, gesellschaftliche Kompetenz müssen wir dreidimensionales Denken lernen. Und wenn die Kunst es nicht vormacht, dass sie auf der Suche ist, dreidimensional zu erzählen, dann bleiben wir in den verkürzten Erzählungen, die wenn-dann erzählen immer nur. Und dann sind wir auf dem Niveau von, weiß ich nicht, vom Springer Verlag oder von irgendwelchen Populisten. Und dass das Spaß machen kann, ist auch so ein bisschen unsere Sehnsucht. Ihr habt gerade eine komplexe Erzählungen lustvoll zu erzählen. Und ich sage, mein Gott, da muss ich eine Doktorarbeit für haben, um was zu verstehen. Entschuldigung, ja. Nee, eine Sache, wo ihr jetzt auch dran seid, ist diese Trump-Geschichte, von der du gerade auch begeistert erzählt hast. Das ist immer das Problem, wenn man Vorgespräch vorher erzählt. Ich finde das halt super spannend. Ne? Ihr habt einen Monolog eines amerikanischen Autors, Mike Dacey, aus New York über Donald Trump, das ihr jetzt auf die Bühne bringt und auch offenbart, wo die Schwächen und Stärken des Populismus sind. Ja, das Stück von Mike Dacey, es hat Anne-Kathrin Schulz, die auch die Schwarze Flotte so zusammengeschrieben hat, gefunden im Netz. Mike Dacey hat es Open Source ausgeschrieben, damit jeder es sprechen kann, diesen Text, den er geschrieben hat und aufgeführt. Wir haben den übersetzt und
Markus Lobbes hat das mit zwei Schauspielern, also aus dem Monolog wurde ein Dialog gemacht. Und das ist ein wütender Text, ist das natürlich. Und interessant allerdings ist, es ist nicht die Perspektive, jetzt machen wir hier mal die große ZDF-Heute-Show, da sitzen wir Linksliberalen und lachen uns über den Idioten da aus Amerika so ein bisschen schlapp, sondern es ist dieses linksliberale Publikum kommt ins Theater, das heißt Trump, und dann hört man sich ein bisschen Fakten an, dann lacht man ein bisschen, dann spottet man und irgendwann dreht es sich und sagt, naja, aber was passiert eigentlich gerade? Und wie konnte das passieren? Wir reden immer nur davon, damit haben wir ja nichts zu tun. Aber was ist das denn da für eine linke Überheblichkeit? Und was ist das für eine Weltfernheit, wenn wir doch mal die Perspektive wechseln würden und sehen, was funktioniert denn da? Und wie funktioniert eigentlich ein Gesellschaftssystem, was so jemand wählt? Und dann ist es auf einmal nicht mehr ein Abend der Satire gegen Trump. Und dann können wir alle erschüttert nicken und sagen, tja, ist schon ganz schön böse, sondern sagen, was müssen wir eigentlich dafür tun, wir, die wir doch so angeblich uns so als Gutmenschen fühlen, dass dieser rechte Populismus nicht auch hier in Deutschland so Konjunktur haben wird. Ich finde das total spannend, auch dass ihr euch da so mit beschäftigt. Das ist ja ein Grund dafür, warum wir hier auch eine Redaktion aufgebaut haben. Mhm. Mir ist das so erschienen, als würden die Intellektuellen oder die Leute, die halt der Aufklärung verpflichtet sind, sich in ihren Elfenbeinturm zurückziehen, sagen, wir machen hier helles Licht, während das Spiel, um das geht, auf einem ganz anderen Platz ausgetragen wird, wo kein Leuchtturm der Welt überhaupt irgendein Licht hinwirft. Ja. So, und dann muss die Aufklärung da hingehen und da leuchten. Dann bringt nichts, wenn du irgendwo anders leuchtest. Und da ist mir halt eine Sache aufgefallen in den ganzen Recherchen, die wir da getrieben haben, dass die nicht mehr die Sprache gleiche ist. Mhm. Worte werden nicht mehr gleich verstanden. Von Gender Mainstreaming brauche ich jetzt gar nicht reden, denn das ist ja schon, da geht es schon richtig weit. Aber ganz einfache Worte, Gerechtigkeit, Gleichheit, das wird nicht mehr verstanden. Ja. Das soll man nicht machen als Interviewer, aber ich will da trotzdem erzählen. Das sind zwei Sachen, die mir extrem aufgefallen sind, wo man halt merkt, wo das alles in den Populismus abbricht. Das erste ist, Flüchtlingsheime wurden gebaut im Ruhrgebiet, überall. Und die sind da entstanden, wo die Leute kein Geld hatten. Das erste, das zweite, das dritte. Und die Leute haben gesagt, wo ist die Gerechtigkeit? Da drüben wohnen die Reichen. Warum wird bei denen nicht was gebaut? Und die Antwort der Städte war einfach, ne? Bei euch ist der Grund billiger. Die Wohnungen sind bei euch billiger. Wir entlasten euch als Gemeinschaft damit, indem wir dahin gehen, wo die Armen sind und weitere Arme verpflanzen. Also eine Ungerechtigkeit wird perpetuiert durch eine andere Ungerechtigkeit. Fand ich super spannend. Und das zweite Ding, ganz praktisch, im Ruhrgebiet ist der große Stolz des arbeitenden Mannes ein großes Auto, was poliert wird vor der Siedlung, vor dem Haus in der Siedlung. Das ist der Stolz. Und ich war bei einer Versammlung der Bergarbeitergewerkschaft in Bottrop, wo halt auch noch Bergbau ist und nicht einfach nur eine Folkloreversammlung. Und da hat der Bergmann erzählt, dass er einen neuen Mercedes hat, der steht vor seinem Haus und da wird poliert. Jetzt ist auf der anderen Straßenseite ein Flüchtlingsheim. Der sagt, ich habe nichts gegen die, ist alles in Ordnung, aber da wohnen Blagen. Die Blagen wohnen mit ihren Eltern in einem Zimmer. Dann ist doch klar, dass die Blagen raus müssen. Was machen die Blagen draußen? Die fahren Fahrrad. So, dann fahren die mit dem Fahrrad an mit dem Mercedes vorbei. Wer bezahlt mir die Macke? Mhm. Eine ganz konkrete, ganz einfache Frage. Der sagt, haben die eine Haftpflichtversicherung? Die Stadt sagt, nee, die haben keine Haftpflichtversicherung, die müssen sich selber versichern. Der Bergmann sagt, haben die Geld, sich zu versichern? Nee, die versichern sich nicht. Das heißt, sagt der Bergmann, wenn mir einer eine Macke in mein Mercedes fährt, kriegt die nicht bezahlt. Da druckst dann die Stadt rum und nee, eigentlich nicht. Mhm. Das heißt, mit der Macke in dem Mercedes hast du in der Siedlung, weiß ich nicht, 30% AfD-Wähler. Eine Macke, eine Haftpflichtversicherung für 5 Euro ist der Grund dafür. Und wenn du dann halt tatsächlich ins Konkrete gehst, siehst du mit einmal, die Lösungen sind im Konkreten und manchmal auch ganz trivial. Ja. Da geht halt gar nicht um großen Populismus. Und auf der anderen Seite ist das aber, dass aus diesen ganzen Ungerechtigkeiten eben dieses Gefühl dann mit einmal gebiert, ne, was dann so dafür verlangt, so wir wollen die Revolution, wir wollen das nicht mehr, wir wollen weg davon. Und ich glaube, was der Trump sagt gerade mit dem Movement, ne, das ist wahr. Ich glaube, das ist ein Movement, das ist eine Bewegung.
Naja, das ist unglaublich, was sagt, ihr habt mich, das Volk hat mich gewählt, also bin ich das Volk. Und wer mich beleidigt, beleidigt das Volk. Fühlt ihr euch auch beleidigt als Volk, wenn man mich beleidigt? Und so kommt eine Identitätsverschiebung damit, die kennen wir aus alten Tagen. Wobei ich sagen muss, ich war hier bei Train of Hope, die ersten Flüchtlingszüge, die in Dortmund ankamen, so dabei und dachte, das ist schon toll, was für ein bürgerliches Engagement hier in Dortmund, im Ruhrgebiet stattgefunden hat. Also wir neigen immer so dazu, in Dortmund, da gibt es dann die Rechtsextremen, die großen Nazi-Aufmärsche und so, das ist so und ich glaube, da müssen wir uns wirklich klar Farbe bekennen, weil es auch so viel Gutes gibt, so viel Kraft und so viel dieses Zusammenhaltsgefühl, wie man den Spruch sagt, unter Tage können wir uns keine Ellenbogen erlauben, weil da kommen wir nicht durch den Stollen durch, da müssen wir irgendwie gemeinsam durchgehen. Und das ist als Grundmentalität schon noch sehr viel verbreitet. Und auch was politisch passiert ist, mal katastrophal, aber auch in manchen Teilen wunderbar. Also ich fand, was die in kürzester Zeit in Dortmund auf die Reihe bekommen haben, wie viele Tausende von Menschen untergekommen sind. Also das ist ja auch, auf einmal muss man ganz schnell ganz viel lernen. Und das dürfen wir nicht stoppen. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft sehr viel lernen in den nächsten Jahren, wie das geht mit der Integration, so dass mit die Geister zu scheiden lernen, vorurteilsfrei und trotzdem differenziert. Und da geht es wieder um diesen 360-Grad-Blick. Es reicht nicht, sich einen Sticker zu machen, Refugees Welcome, und dann ist die Sache erledigt. So. Da gehört mehr dazu. Das ist komplexer, das Problem. Und an dieser Komplexität, was du eben sagtest, die Worte, die man nicht mehr versteht. Wir haben dann auf einmal wieder ein Stück ausgegraben, was ein Thema behandelt von ganz vorher, nämlich das war die Französische Revolution, dass wir gedacht haben, wie ist denn das La Révolution Nummer 1? Die haben wir auf die Bühne geholt und wir sehen, wie die Französische Revolution, wie ging das auf einmal, eine Volksvertretung zu kreieren? Und was ist das für ein Dilemma? Und wir gucken dann da als Zuschauer aus dem Jahr 2016, 17, gucken da auf dieses Stück und denken, mein Gott, haben die sich schwer getan, aber irgendwie hat sich da wirklich nicht viel verändert. Das Dilemma ist noch das gleiche geblieben. So gibt es gibt es Basisdemokratie? Ist das vielleicht eine Lösung? Wer hat wem? Wo kann man vor schützen? Wer hier Interessenverbunde sind da am Werk? Also dafür einen Blick zu kriegen und dann auch zu sagen, da sind die alten Stücke oder die alten Themen hochrelevant, weil wenn ich die Gegenwart verstehen will, muss ich auch die Vergangenheit kennen. Also das. Mir wird da gerade ganz bange, ne? Weil diese Umwälzungsprozesse, die gab es. Und wenn halt das Volk vergessen wird oder viele Menschen vergessen werden, dann fangen die an, sich zu wehren. Das kann so oder so ausgehen. Ne? Und am Ende hast du halt oft echte Probleme. Ne? Also in Deutschland mache ich mir gar nicht so viel Sorgen, weil was du gerade gesagt hast, stimmt ja. Du hast hier große Aufnahmebereitschaft, du hast auch viel hingekriegt. Und du hast Probleme und die werden auch gelöst. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Aber ich sehe das halt gerade, was weiß ich, in Holland, ne? Der Wilders, wie viel kriegt der? Ich sehe das in Frankreich, ne? Gottes Willen, ne? In Amerika, Gottes Willen. Und wenn du dir überlegst, dass mit einmal so eine freie westliche Welt, wo man gesagt hat, so irgendwo haben wir dieselben Werte, klar, wir bescheißen uns alle pausenlos, ne? Weil wir gegeneinander handeln und klar, wir, ne? Irgendwo zocken alle, aber man hat so Grundwerte gehabt. Und einmal wird dann eine Frage gestellt. Ne? Und das heute, ich hätte nie gedacht, dass das passiert, Mann. Ja, das ist unglaublich, was das für, wo man das Gefühl hat, so von links und rechts und unten kommt auf einmal ein Rechtsdruck um Deutschland herum und aber auch aus Deutschland teilweise raus. Und wenn Breitbart News sich jetzt mit Holland, Frankreich und England und Deutschland da ihre Ableger hinmachen möchte. Das heißt, wir müssen gegen die Polemik arbeiten.
Und wir müssen irgendwie gucken, dass das, was ein bisschen schwieriger ist, diese Komplexität, dass man die, die nahe bringt. Also deswegen ist mir es ein großes Anliegen, eine Medienkompetenz immer wieder zu präsentieren oder erlebbar zu machen auf der Bühne. Das hier ist ein dreidimensionaler Mensch und das ist das Abbild. Seht, was da für eine Differenz zwischen dem Bild und dem haptischen, greifbaren Realen ist. Und das ist eine Verkleidung in Sprache und das ist eine Absicht. Das ist das Theater, das ist der Moment, wo man solche Sachen erlebbar machen kann, weil wir müssen diese Medienkompetenz lernen. Wenn wir meinen, dass jeder Tweet, jedes Bild, jede Nachrichtenzeile, dass das die Wahrheit ist, dann werden wir die Wahrheit niemals finden, sondern wir müssen gucken, wer spricht, wer macht das. Und diese Kompetenz, die muss man, das war immer notwendig, das den Adressaten zu erkennen in Texten, aber ich glaube, so wichtig wie heute bei dieser populistischer, rechtsradikaler werdenden Gesellschaft ist es umso wichtiger, und das jungen Menschen Medienkompetenz beizubringen, weil ich glaube, mit 50 wird es dann schwierig werden. Da läuft man gerade hinterher und sagt, mein Gott, was passiert da alles? Dieses Netz, das versuche ich immer noch Herr zu werden, weil es entwickelt sich so schnell und ich fühle mich gerade als Opfer dieser dieses Present Shocks. Alles strömt auf mich ein und ich bin ein Opfer. Und wir müssen wieder lernen, nicht unter diesen Medien als Opfer zu liegen, sondern die Medien zu gestalten und zu sagen, ich bin Herr darüber. Und ich meine, das machst du. Du bist Herr der Medien. Du versuchst sie zu sieben, zu analysieren, selber zu recherchieren, Netzwerke zu schaffen, Gedanken zu verbinden. Und ich denke auch, mit deiner Arbeit Leute an die Hand zu nehmen und sagen, guckt mal, ich kann euch ein paar Meter durch den Dschungel führen, vielleicht guckt ihr es mal von diesen Perspektiven an. Und das ist, und das mit Lust zu verbringen, und da ist auf einmal der Journalismus als die vierte Kraft des Staates und die Kunst als fünfte Kraft im Staat, sind da gerade recht nah beieinander. Ja, da passiert viel. Sag mal, ich will aber trotzdem noch mal zu deinem Wechsel kommen. Ja. Also mit 20 Millionen kannst du mehr machen als mit 2 Millionen. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, dass Intendanten sowieso nicht 10 Jahre oder 15 Jahre beim Theater bleiben können, weil dann müssen die fest angestellt werden und das macht kein Theater. Ja. Ist das so? Naja, ich habe Verträge. Ich habe einen 5-Jahres-Vertrag bekommen 2010 und dann haben sie mich 2013 gefragt, willst du nicht noch was länger bleiben? Dann habe ich bis 2020 unterschrieben. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt haben wir 2017. Und ich habe vor, bis 2020 da zu sein. Und glaube nicht, dass ich länger als 2020 da bleibe, weil dann sagt man sich so 10 Jahre für die Stadt, für ein System und dann geht es weiter. So, das ist mein Vorhaben, so sehr ich es liebe, aber wo man denkt, dann habe ich wirklich alles aus diesem kleinen Etat rausgepresst, das muss nicht für ewig so sein. Und man ist Künstler und hat auch so eine Unruhe in sich und da muss man irgendwann weiterziehen. Hast du so ein Traumziel? Also der Comiczeichner, mit dem ich viel arbeite, der sagt immer so, irgendwann zeichne ich Batman. Ja, ich habe ja einen großen Faible für Hollywood und es war mir eigentlich bin ich angetreten, dass ich wollte ja in Hollywood meine Filme drehen und wollte im Theater nur ein bisschen lernen, wie ich ein besserer Filmemacher werden kann. Dann bin ich im Theater geblieben. Jetzt mache ich gerade mal Urlaub in Hollywood. Dann denke ich, bin ich schon mal da. Und ja, es gibt so einige Theaterbühnen, die mich schon sehr faszinieren. Also ich stand dann auch hinten bei der Volksbühne in Berlin so als Regieassistent vor 20 Jahren und habe gedacht, wenn das der Joschka Fischer da so gemacht hat, dann schüttel ich auch mal hier am Gitter und sage, ich will hier rein. Oder war es der Schröder? Der Schröder war es. Weiß ich nicht.
Also vielleicht wird es irgendwann mal nach 2020 eine größere Stadt werden. Allerdings jetzt gerade im Moment denke ich mir, das Ruhrgebiet ist schon ein guter Fleck. Kai, ich danke dir ganz herzlich. Das war für mich ein sehr spannendes Gespräch, wie immer. Jetzt gehen wir eine rauchen. Danke auch. Danke. Schön. Mal kurz sitzen, so, jetzt kann man schneiden. Alles klar, hallo. Prima, danke. Mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.